Halli, hallo. Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von uns. Ich bin immer noch da. Ja, Petra ist immer noch da. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos wir jetzt in der Zwischenzeit hochgeladen haben. Wir haben ja noch ein paar Geheimnisse, die laden wir erst später hoch. Genau. Das werden wir dann noch zu gegebener Zeit erfahren. So, jetzt machen wir den Dirty Pour. Richtig, in der Dragonflower-Form von der Mica. Von der Mica von Resin-Kurses, genau. Müsst ihr mal reinschauen. Genau, wir verlinken auch. Oder verlinken und wir beschreiben halt. Und Sandra will das in der klassischen Form, so wie wir es jetzt schon ein paar Mal gezeigt haben, gießen. Und ich will da so ein bisschen rumändern. Petra tüftelt immer. Also ob es dann was wird, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Genau. Ich hatte da so eine Idee. Und, Petra hat immer Ideen, aber es kommt meistens was super Tolles dabei raus. Ja, nicht immer, aber... Ja. Also die Farben haben wir schon angemischt. Ja, ein Weiß mit Pigmentdrop in Weiß. Dann Resinink in Amaranth, Resinink in Pure Black. Petra hat Indigo und Braun genommen. Genau, hier. Genau. Also kann man wahrscheinlich nicht richtig sehen. Ja, aber das sieht man dann am Schluss. Und dann haben wir noch ein Chameleon-Pigment angemischt. Genau, ich habe hier so noch da so Teal hatten. Genau. Bei mir ist es so lila, blau mäßig. Also ich bin mal gespannt. Klassisch, für uns klassisch haben wir hier... also ich nehme das Weiß und gebe dann die erste Farbe mit rein. Ich lasse Sandra zuerst mischen. Ja. Ist aber nett von dir. So billig. Genau, ich lasse auch nur reinlaufen, ich kratze es nicht aus. Dann das Schwarze rein und das sieht dann, man sieht gar nicht so viel, was da jetzt passiert. Das sieht alles ziemlich schwarz aus. Und dann noch das Chameleon-Pigment, Mica Powder, egal was ihr da nehmen möchtet. Lasst ihr da einfach auch noch reinlaufen. Probiert selber aus von den Mengenangaben, von den Tropfen oder von der Menge, die ihr da nehmt, wie die ihr da reinmischt. Müsst ihr ein bisschen selber austüfteln. Genau, Petra, du kannst dann alles mal anmischen. Ich mache mal hier Klares rein. So, ich habe hier mein Becherchen. Ich nehme hier das Indigo zuerst. Ich muss gucken, dass ich die richtige Farbe erwische. Ja. Ja, ist ein bisschen meine Hand wahrscheinlich im Weg, aber es macht ja nichts. So. Ich habe in der Zwischenzeit mal Klares reingegeben. Dann habe ich das Dark Chocolate. Das gebe ich als nächstes rein. Also ich... mische jetzt praktisch erst meine transparenten Farben. Mhm. So. Dann ist hier mein Chameleon-Pigment. Genau. Und da bin ich ja wirklich mega gespannt. Das klebt ja immer auf der Oberfläche, ne? Das komisch dabei ist doch an sich. So allgemein, also auch wenn du das jetzt anders machst, wie das dann rauskommt. Deshalb bin ich böse, ich muss mal kurz über meine Oberfläche füllen. Und mein Weiß. Ja. Ne? Das geht jetzt hier so rein. Die Füllerei ist nervig, aber muss manchmal sein. Ah, schau mal da mit der Farbe. Oh, mega. Das sieht ja für grün aus. Was machst denn du? Koch. Echt cool. Koch. Experimente. Ich habe das Mastercast, deswegen habe ich jetzt gerade hier so ein bisschen... Ja, und ich habe das Ultracast. Genau. Ja, also jetzt macht es wieder einfacher. Dafür muss ich länger warten. Genau. Ich habe jetzt auch den Boden bedeckt. Aufpassen. Ja. Bei mir hat so ein paar Bläschen drin. Egal. Dann legen wir los, oder? Weil ich habe schon so lange gewartet. Ich weiß nicht, wie das dann sich verhält. Dann gießen wir jetzt einfach in die Mitte rein. Ich werde wahrscheinlich vom Rand her gießen. Ah, okay. Also dann machst du es doppelt anders. Okay, okay. Ich habe das jetzt hier klassisch. Immer ist ganz klassisch, wie wir es mal für uns entwickelt haben, wie wir es für uns ausgetüftelt haben. Vielleicht mache ich es auch klassisch, aber... Du, das kannst du selber ausprobieren, aber dann hast du doppelt ausprobiert, das ist dann halt... Ich mache es doch. Sieht man gar keinen Unterschied, gell? So, und dann... Ich gebe jetzt immer vom Rand. Sieht ja mal mega aus von der Farbe, echt cool. Bin echt gespannt, was da rauskommt. Ich gebe mir jetzt mein Klares in der Zwischenzeit in die Mitte rein. sieht sehr grünlastig aus. Ja, aber das macht auch vor allem, wo kommt das Grün her, gell? Witzig. Wahrscheinlich das Braune und das Blaue, das das Grün gemacht hat. Ja. Das sieht auch. Das sieht super aus. So. So. Ich habe gesagt, wir brauchen was von der Mitte. Mhm. Das ist so leer. Jetzt gebe ich das Ganze, gieße ich auch auf. Das sieht man mal, wie sich die Harz auch anders verhalten. Ein dickes Harz, ein dünnes Harz. Bin echt mal gespannt, was da rauskommt. Bei mir hätte noch ein bisschen mehr reingepasst, aber ist alles okay. Nichts was von mir. Nee, nein. Nee, nee. Nein. Petra. Das war ja auch nur so ein Scherz. Ja, ich habe jetzt hier leider ein bisschen wenig, aber es ist egal. Ja. Geht nicht mehr. Minimal könnte ich noch, aber na komm. So, und ich hoffe natürlich, dass sich das Ganze noch so ein bisschen Richtung Mitte bewegt. Wir werden es sehen. Guck mal, deine Mitte ist voll offen. Ja. Durch das, weil du jetzt außenrum gegeben hast. Bei mir hat sich da so schon was festgeklebt. Jetzt haben wir keine Steinchen für reinmachen gehabt. Hast du Muschel oder so? Nein, ich habe gesagt, wir brauchen was. Nein, Mama, Dirty Pour. Okay. Wir schauen mal, ob wir was unter haben. Ich habe nur das Gold, das passt nicht. Und das Tinseltarn. Doch, ich kann Tinseltarn für ein Glasglitter nehmen. Soll ich die Muschel holen? Ja, dann hol die Muschel. Wo hast du die? Im Waschenzimmer. Ich muss mal gucken, ob das ist. Du musst jetzt die Leute unterhalten. Nee, ich mache jetzt hier schnell Durchlauf. Ich lasse mal die Kamera laufen ohne Ton. So, ich forme schon mal aus. Die Petra muss so ein bisschen warten. Sandra ist ungeduldig. Ich bin ungeduldig, aber ich habe auch das Mastercast hier verwendet. Ich hoffe mal, das hat irgendwie funktioniert. Ist auch noch ein bisschen weich. Aber ja, die Ungeduld hat gesiegt. Und wenn die Rückseite verdatscht ist, ist mir auch egal. Schauen wir mal, ob es irgendwie funktioniert hat. Tada! Schimmert und funkelt, sieht man so gar nicht in der Kamera. Es ist nicht so der typische Dirty Pour-Effekt, aber ich finde, es hat was. Ist total anders. Ich weiß gar nicht, wie die Zellen hier zustande kommen. Da ist so ein bisschen was Feineres. Komisch, aber ich finde es cool. Die Farbe ist schön. Amaranth. Doch, ja, also mir gefällt es mal ganz gut. Es kommt immer was anderes, warum? Mir absolut, sehr gut. Ja. Mal was anderes. Nicht wie erwartet, aber ich bin trotzdem jetzt nicht enttäuscht. Ich finde es cool, genau. Also dann müssen wir mal warten, bis Petra das ausformt. Dann sehen wir uns zum nächsten Ausformen. Ja, Ausformzeit bei mir. Petra ist mega skeptisch. Ja, ich bin sehr skeptisch. Ja. Ich glaube nicht, dass das was geworden ist. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Genau. Und ich lege mal mein Ergebnis noch dahin. Nee, deins ist ja was geworden. Ja, aber egal. So. Und schau mir doch mal. Wow, also du hast so Angst gehabt. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja doch ein bisschen was geworden. Jetzt guckt mal euch das an. Das ist total unterschiedlich. Das sieht echt mega aus. Die Farbtöne, das gefällt mir super gut. Okay, hier ist ziemlich offen, ja, aber egal. Ich habe damit gerechnet, dass da gar nichts passiert ist. Ja, ich weiß, ich habe es mir die ganze Zeit anhören dürfen. Petra war so skeptisch. Und innen drin ist so ein Web-Effekt. Da entsteht was, genau. Aber es sieht so cool aus. Und das Weiß hat so ein bisschen auch die Farbe so übernommen, ne, von dem Braun. Hat sie so eingefärbt. Ja, teilweise sieht man auch noch das Türkis, also von dem Indigo. Ich glaube, ich habe Indigo genommen. Ne? Ich glaube, wir müssen nochmal schauen. Aber es war dann das Braun. Ja. Sieht sehr natürlich aus. Absolut. Mega schön. Und das, schaut mal. Gott sei Dank. Ich bin aber froh. Aber dass dann einfach die Farben ineinander in den Becher und fließen, das war schon jetzt Wahnsinn, ne? Ja, so was da rauskommt. Auch hier bei Sandra finde ich es auch schön, die diese kleinen Pünktchen. Ja, das hatte ich jetzt so auch noch nie. Also es ist wirklich, war für uns beide ein Überraschungspaket. Mhm. Also ich war auch schon mal so kurz enttäuscht. Irgendwie dachte ich so, was ist das? Aber dann dachte ich, ja, okay, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Auch die echten Steinchen, mhm, die da in der Mitte sind, das passt irgendwie. Aber ich dachte so, hä? Das sieht klar aus wie so Nuggets. Ja, richtig, richtig irgendwie. Und das liegt vielleicht am Chameleon-Pigment auch. Mhm. Das beeinflusst einfach nochmal anders. Haben sie einfach diese Kugeln gebildet. Und bei dir? Ich hatte ja auch Chameleon-Pigment. Ja, ja, ich hatte ja das Thiel oder genau, so. Genau, Thiel, ne? Und ich hatte was Pflaume. Aber bei mir sieht man nichts mehr vom Chameleon. Nee, ne? Bei mir schimmert das so ein bisschen durch. Und ich glaube auf der Rückseite spiegelt sie es. Ja, hier sieht man es ein bisschen. Aber voll cool, und ich finde es so toll, dass wir jetzt unterschiedlich gegossen haben. Wir haben ja vom Prinzip her gleich angemischt, also mit unterschiedlichen Farben. Und unterschiedliche Harze, ne? Ja, richtig. Genau, ich hatte Ultracast, du hattest das Mastercast. Ich habe wie immer Mastercast, da muss ich gar nicht immer so lange überlegen. Und ich bin echt erleichtert. Das ist echt krass, und ich war auch so gespannt, wie deins rauskommt. Ich muss mir das Video nochmal anschauen, aber wie du gegossen hast, weil ich war auf meins fixiert, ist ja klar. Mhm. Und dann schauen wir mal, ja, ich denke, das wird man auf jeden Fall nochmal testen, oder? Jeder für sich nochmal, unter seine Raumbedingungen, und schauen wir, was rauskommt. Ja, wir hatten klasse. Gestern ein bisschen Pech, es war auch relativ kühl, ne? Ja, wir hatten es ist hier kalt geworden, also im Schwarzwald ist es kalt. Nein, eigentlich normal nicht, ich schwitze normal immer, aber hier unten, wir haben einen riesigen Raum im Keller, und da konnten wir uns ausbreiten, und da war es doch ein bisschen frisch, dann haben wir dann doch die Heizung angemacht. Also aber, ich meinte jetzt so im Schwarzwald, nicht bei dir zu Hause, ist kalt. Ich bin am Rande des Schwarzwalds. Bei mir ist es, ja okay, heute ist Sauwetter. Aber in der Regel ist ja auch schön warm. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde beide mega. Und ich finde es so super, dass es so unterschiedlich rauskommt. Gut, wir haben unterschiedliche Harze, unterschiedlich gegossen, aber das ist echt ein Knaller. Ich werde es sicherlich probieren, dann mit Mastercast. Und du probierst dann auch nochmal, und genau. Ich finde es klasse. Genau. Ich werde ein bisschen föhnen, dann geht es vielleicht noch mehr zu. Ich bin halt meins ist ja zu. Das meins Problem ist zu, ich habe ja auch geföhnt. Ach so, du meinst hier. Ja, wenn ich das mal probiere, weil du bist ja immer von außen nach innen gegangen. Also immer außen. Und dann hat man aufgegossen, und dann musste es erstmal wieder reinkommen. Und ich habe ja in die Mitte, da war dann schon Farbe. Und dann hat man es ein bisschen verdrängt durchs Aufgießen, aber das zieht sich ja wieder zusammen. Aber ich finde beide cool. Oh, jetzt haben wir wieder Material. Ich freue mich sehr. Es ist nicht alles gelungen. Also ich glaube, eins ist mir gelungen, oder? Das, wo da liegt, so. Sollen wir mal zeigen? Nee, das zeigen wir nicht. Das ist unser Geheimnis. Das probiert jeder mal zu Hause, und dann können wir es dann das ist unsere Challenge, genau. Okay. Petra, abgemacht? Okay, wir zeigen nicht. So, wir zeigen nicht, das ist unsere Challenge. Dann machen wir das. Diesen Effekt, den wir da gemacht haben, in der quadratischen Form, das können wir euch verraten, gibt es dann demnächst als Challenge. Das ist so ein bisschen in die Hose gegangen. Ein bisschen ist gut. Also, das ist unsere Challenge, die kommt dann die nächsten Wochen irgendwann mal. Dieser Effekt für uns, ja, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber wir verraten nicht mehr. Jetzt haben wir aber wirklich genug gesappelt. Genau. Solange ist normal kein Abschluss hier. Aber leider ist auch der richtige Abschluss, weil die Petra muss nachher leider wieder nach Hause fahren, weil sie denkt, sie muss morgen arbeiten. Finde ich zwar doof, aber ja, kann man leider nichts machen. Wir haben leider noch ein echtes Leben, ne? Ja, richtig. Das ist ja einfach nur unser Hobby, und genau. Ja, naja, egal. Wir sind glücklich und zufrieden und gesund und munter und gefräßig. Und dann wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Podcast hier. Und viel Spaß eventuell beim Nachmachen. Genau, viel Erfolg vor allem. Lasst gerne einen Kommentar da. Auch wenn ihr es zum Beispiel ausprobiert habt, ist euch gelungen, welche Art habt ihr gegossen, nach innen oder von außen her? Oder ein dickes, dünnes Harz. Berichtet einfach von euren Erfahrungen. Das wären auch mal tolle Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen über Rückmeldungen. Genau. Und ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt. Auch auf Instagram oder Facebook. Richtig. Und dann einfach mal ein Bild hinterlassen. Das wäre super. Da freuen wir uns. Genau. Also, dann bleibt gesund und munter. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.